Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge Guild Wars. Und wir gucken jetzt einfach mal, was so bei der Zusammenkunft rauskommt. Kommt. Oh Gott. Oh. Okay, wenn man dann die ganze Zeit aufnimmt, dann irgendwann geht's dann nicht mehr so gut. Es ist euch wohl unangenehm, wieder im Hain zu sein, Knöspchen. Ich mag weder Scherze noch Kosenamen, Gräfin. Doch solange ich von euch abhänge, folge ich euch, wohin ihr wollt. Fürchtet ihr, eure Mutter wäre zornig wegen eurer bösen Streiche? Sie hat gewiss viel größere Sorgen. Stimmt, ihr seid nur eins ihrer vielen tausend Kinder. Nicht so nah wie ihre Erstgeborenen, wie unser heldenhafter Paktmarschall. Sagt so etwas vielleicht doch lieber zu jemandem, der kein Gewaltverbrecher war, Gräfin. Qui-Gon findet, es ist eine gute Zeit, um im Hain zu sein. Wieso sieht Gräfin an nichts aus wie eine Pflanze? Vielleicht sehen Qui-Gon jemand Berühmtes beim Gipfel. Marjorie, ach, hier ist die Gruppe. Wir haben es geschafft, sie kommen alle. Haben sie gesagt. Ich glaube es, wenn ich es sehe. Jeder begreift, wie wichtig das ist. Sie werden kommen. Immer schön langsam. Sie sind hier, um uns zuzuhören, nicht um mit uns zu feiern. Meine ich auch. Vielleicht kommen wir nicht zu Wort. Miteinander wollen sie reden. Auf den Boss hören sie. Bestimmt. Denkst du? Das wäre so schön. Dieser Neid auf eure älteren Geschwister ist nicht gut. Ihr müsst darüber hinwegkommen. Ich denke, ihr überschätzt... Wen haben wir hier? Rahan! Hey, Kollege! Mann, wie lange ist das her, dass wir den gesehen haben? Blütenblatt, ihr braucht mich nur als Wetzstein für euren Geist. Er hat Kaladbolg noch, aber er hat Kaladbolg geopfert, um dieses Ritual zu vollführen. Theoretisch. Wann sagt ihr mir, warum ihr mich hergebracht habt? Ich versuche herauszufinden, ob ich euch schon vertrauen kann. Ich meine, nach dieser Sache in Südlicht. Was ihr auch glauben mögt. Ich wollte diese Flüchtlinge vor der Ausbeutung durch das Konsortium schützen. Ich habe es... Okay. Sch, Ruhe! Königin Jenna! Herrscher über die Menschen. Anwesende, Ihre königliche Majestät, Königin Jenna von Götterfels. Einmal winken, hallo. Oh, da seid ihr ja. Knut Weißbär. Ihr seid wunderschön. Als Vertreter der großen Halle von Holbrak, Knut Weißbär. Ich habe jetzt mal einen Ton wieder ein bisschen höher gemacht vom Spiel. Danke, Knut. Müsste eigentlich. Pflanz! Für den Arkanenrat von Ratasum, Ratsmitglied Pflanz. Mir fehlt bloß noch die Char. Pflanz, ich hoffe, er stolpert über sein Gewand. Imperator Smudo. Und schließlich Smodur der Unverzagte, Imperator der Schwarzen Zitadelle. Grüße! Okay, das ist auch hier. Hallo! Für die Legionen! Wer fehlt denn jetzt noch? Verzeihung, die Oberhäupter aus aller Welt sind versammelt und erwarten euch. Bitte begebt euch in die Omphalos-Kammer. Das ist unser Zeichen. Also benehmt euch. Ich freue mich auf Pflanz blödes Gesicht, wenn er begreift, dass wir recht haben. Verzeiht, ich störe nur ungern, aber ich fürchte, euer Golem wird wohl nicht mit hinauf in die Omphalos-Kammer dürfen. Was? Nein. Da
Das ist sowieso was für Erwachsene, Timmy. Ihr müsst hier unten auf uns warten. Ihr macht Witze, oder? Jemand muss hier unten bleiben und uns den Rücken frei halten. Da oben sind wir ungeschützt. Ich erzähle euch später alles, versprochen. Aber merkt euch jede Einzelheit, Braham. Na gut, Schradl und ich bewachen den Weg nach oben. Klingt fair. So, dann fahren wir mal gen Himmel. Geschätzte Oberhäupter, willkommen im Hain. Es ist gut, euch bei diesem wichtigen Treffen zu sehen. Wir sind hier auf Drängen der ehrenwerten Gruppe, die ihr vor euch seht. Man sagte mir, ihr kennt euch alle, also spare ich mir das Vorstellen. Doch ich bitte ihren Sprecher um eine Zusammenfassung. Machen wir es kurz. Bitte beginnt. Achso, ich muss hier was sagen. Hallo. Hey, Schätzchen. Seid gegrüßt, ich bin Jodi Kalter. Ach, Mann. Na gut, okay, es wäre komisch gewesen. Eigentlich hätten sie das in der Videosequenz machen können. Ich wäre jetzt nicht undankbar klingen, aber... Danke für diese Information. Geschätzte Oberhäupter, was meint ihr? Morde, Moss. Seine Attacken waren weitreichend, aber ziellos. Uns machen immer noch Ascalon-Geister zu schaffen. Müsste ich das mal ganz genau durchlesen. Da sind ein paar interessante Aspekte mit dabei. Holbrak hat alle Hände voll zu tun mit Jormak und den Söhnen Svanies. Sollen wir ihnen unsere Heimstätten überlassen, um Mordremos zu jagen? Nein. Das wundert mich auch, dass wir nicht zuerst Jormak getötet haben, sondern dass es mit Mordremos weitergeht. Ich habe Leute vom Wolfsrudel und Jäger, die nur auf die Beute ihres Lebens warten. Sie werden kommen. Warum regelt das nicht der Pakt? Zu viel zu tun in Ohr? Der Pakt hat, ich denke mal, wirklich einfach noch ein bisschen zu viel zu tun. So ungern ich das zugebe, Rathras Zoom hat Beweise für Mordremos heimtückisches Eindringen. Seine Ranken zehren von der Magie unserer Wildmarken und Portale. Ich bezweifle nicht, dass Mordremos eine große Gefahr für Tyria ist. Aber die Sicherheit meines Volkes hat Vorrang. So, jetzt wird auf die Vierte eingeredet. So, blöde Kuh, hör mal zu. Wenn du nicht kommst, brenne ich deine ganze Stadt nieder. Nein, bitte nicht. Ich stelle einen Einsatztrupp gegen diese neue Gefahr ab. Das Ende von Tyria ist das Ende von Götterfels. Wow. Ihr alle lasst mich hoffen für Tyria. Es scheint wir... No! Na los! Oh. Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Der Feind ist da, verteidigt euch! Hey Leute, wir haben ungebetene Gäste hier unten. Hier oben auch! Timmy, in den Golem und Stellung halten. Wenn es sicher ist, kommen die Anführer runter. Geht nicht. Die haben als erstes den Aufzug zerstört. Ihr sitzt da oben fest. Nein, tun wir nicht. Cass, schafft bitte ein Portal. Bin schon dabei. Na gut, beseitigen wir die Mordrem und bringen die Anführer zu Kaschmirs Portal. Los! Ist lange her, dass ich eine solche Schlacht geschlagen habe. Wo steckt Mordremos? Der Weg ist frei. Ich begleite Weißbären. Hilfe! Ich bin zu betroffen. Ich fühle mich riesig.
Was ein Arschdach. Hilfe, ich bin zu bedeutend, um zu sterben. Rückkopplungsschleife gestartet. Nein. Königin. Königin Kaschmir. Nein. Ach, Kaschmir. Königin Jenna. Hier entlang, Eure Majestät. Ich begleite euch hinunter. Für die Königin. Und ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Du bist ein Jar. Das beste Volk. Der Weg ist frei. Hallo, darf ich auch? Das sind alle. Geht weiter. Ich halte das Portal offen, solange ich kann. Wartet. Bevor ihr geht, ich muss euch allein sprechen. Was? Stirbt jetzt etwa? Du bist natürlich Mord. Was ist los? Wo ist denn jetzt euer Portal? Ich weiß nicht. Es war stabil. Dann war es plötzlich verschwunden. Ergreift die Kamera an! Durchhalten! Wir tun, was wir von hier unten aus können. Du bist doch nicht Mord, Thomas, oder? Das wäre jetzt echt komisch. Mord, Thomas muss anders aussehen, sonst ist es lächerlich. Beleben. Ich fühle mich. Oh wow! Hallo, wie soll ich bitte das machen, wenn ich dauernd hier so viel Schaden kassiere? Okay. Mach ich ihm Schaden? Ah, hier vorne ist Wartenszone. Toll. Knapp. Jetzt lang halte ich das auch nicht mehr aus. Ich fühle mich riesig. Ich löse die Falle nicht aus, so ein Mist. Ich bin außer Gefecht. Ah ja, war ja klar, dass mich dann die Falle erwischt. Also, komme ich auch Range vom Gegner. Mir bleibt nicht viel Zeit. Eine Sekunde durchhalten. Das ist aber halt der Unterschied zwischen der Ausrüstung, die ich habe, und einer guten Ausrüstung. Ich habe euch geschlagen. Ihr wisst es nur noch nicht. Na komm, du möchtest doch hier wieder angreifen. Beleben! Was macht das so viel Schaden? Alter, das waren 12.000 Schaden instant. Verarschen oder so? Jetzt mal ohne Scheiß.
14.000 Leben und bin mit fast vollem Leben instant umgefallen. Mein Angriff ist schon durch. Ich gehe meines Blutes verlustig. Vielleicht sehe ich einfach noch nicht genug. Die Gefahr ist gebannt. Fürs Erste. Bitte. Kommt näher. Oh nein, hat dich aufgemampft. Bitte, ich muss euch etwas mitteilen. Ich welke dahin. Das sieht nach Taria aus. Ein Ei. Es klappt! Ich habe den Portalfluss wiederhergestellt. Kommt herunter! Mutter, geht es euch gut? Mal sehen, was die noch wollen, ja. Schnell, einen Heilkundigen. Sie ist verwundet. Kommt noch was, oder war's das? Hänge ich jetzt wirklich hier fest? Bitte nicht. Was geht? Schützt nicht falsche Götter. Traherne, stehst du an meiner Seite? Naja, gucken wir mal. Also daran kann ich mich zumindest schon mal nicht mehr erinnern. Es gibt immer noch bestimmte Rückblenden dann. Oh, ihr Götter, das war schrecklich. Ich zittere immer noch. Wird die blasse Mutter wieder gesund? Das weiß niemand. Die Silvari sagen, sie haben sie so noch nie gesehen. Der Drache hat sie schwer verwundet. Der Seferiten-Saboteur hatte eine Nachricht dabei, die ein wichtiges Ziel erwähnte. Ein Oberhaupt. Ob das der blasse Baum war? Die Antwort hat er wohl mit ins Grab genommen. Aber dieser Drachendiener hat jeden überzeugt, dass der Gipfel keine Zeitverschwendung war. Geht es euch gut, Boss? Ihr macht so ein sonderbares Gesicht. Falls diese Aufnahme jetzt urplötzlich abbrechen sollte oder ihr gelegentlich mal so extrem lautes Donnern hört, dann könnte es daran liegen, dass es gerade angefangen hat zu gewittern. Ich hoffe mal, ich habe es richtig eingestellt, dass man das nicht hört. Weil das ist schon, ja, nett. Ich glaube, ich stelle mich jetzt auf den Balkon, guck ein bisschen zu. Sehr gut, Kanach. Die Spielzeit ist um. Ihr habt die Probe bestanden. Ihr werdet mit ihnen gehen. Warum? Ihr müsst über die Pläne des Pakts erfahren, was ihr könnt. Folgt ihnen zu ihrem Aufmarschgebiet. Ich brauche Belohnung, jemanden dort, der der Aufgabe gewachsen ist. Und ich denke, das könntet ihr sein. Ich werde es euch beweisen. Bis zum Wiedersehen. So, gucken wir noch, wo wir als nächstes hin müssen. Ins Fort Salma. Okay. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal darum kümmern, dass mein Inventar wieder leer wird und ja,
Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge. Und ja, dann muss ich mal gucken, dass ich das Ganze hier leer kriege. Also Leute, bis dann. Viel Spaß beim selber zocken. Ciao, ciao.